Servus Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute gibt es ein geiles Video, Leute. Heute wird es knackig ohne Ende. Ihr seht, in Kunku for Birthday ist da. Der bläst Luftballons aus und der Mann hat 91 Tempo und alles drum und dran. Geile Stats, aber jetzt passt auf, haltet euch fest. 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Das ist eine geniale Karte. Ich habe 1,2 Millionen Münzen für diese SBC gezahlt. Hilfe! Ich will euch sagen am Ende des Tages, ob sich das Ganze gelohnt hat oder nicht. Es wird geil, Leute. Ich bin heiß drauf. Und auf der anderen Seite haben wir den guten Wakes. Peace, Freunde. Ich bin auch dabei. Und ich habe die andere Karte, die Nkunku hat. Die hat ja auch 5,5. Kostet ein bisschen mehr. 2,75 Millionen. Ja. Und wir testen heute mal, ob sich die SBC lohnt oder ob es sich mehr lohnt, den zu holen. Ja, Mann. Wir machen echt so ein kleines so ein Fazit am Ende. Und wir nehmen auch bei Wakes eine Folge auf. Da geht es um, ja, ich würde sagen, einen Messi-Transfer. Das ist ja so, dass sich Bartomeu und so, die haben sich getroffen und ein bisschen... Und am Tisch saß der Messi und hat dann sowas gemacht, damit er transferieren kann. Mal gucken. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wakes, wie viel Daumen schaffen wir, Leute? Boah, Nkunku ist am Start. Machen wir 6.000 voll, oder? Auf diese... Jungs, auf Ehre und Mädels natürlich. Euch kurz eine kleine Sekunde. Und supportet es. Nicht vergessen, Kanäle abonnieren. Und ansonsten, Bro, ich habe heute übrigens, gell, 3-4-1-2 noch nie gespielt im SBW. Aber ich spiele im Weekend League jetzt mittlerweile Dreierkette, deswegen habe ich mir gedacht, komm, versuch's mal. Ah, deine Main-Formation auspacken, aber für Teambauen mal was anderes. Yeah. Ich bin gespannt, soll ich dann auch als erstes reinhalten? Okay, mach du zuerst, komm, mach mal so. Okay, ist drin. Let's go, also im Sturm spiele ich den einzig wahren. Vamos Cristiano Ronaldo, den hast du ja besucht in Saudi-Arabia, deswegen habe ich den genommen. Und wir haben Al-Ovarain. Und Cristiano hat ja eine neue Team of the Week Karte. Das ist krass. Achso, Ronaldo 92 hat ja diese Karte bekommen. Mit Portugal, ne? Spielerbild, sieht richtig geil aus. Und dann Al-Ovarain. Ja. Macht er gut. Ich hatte Reus und Werner aufgeschrieben. Sehr, hast du beide behalten, natürlich. Dann sag mal, was du hast. Du hast bestimmt Reus und Werner vorne, oder? Nö. Ich habe ja einen Stürmer und LM hast du aufgeschrieben, ja, ne? Ja, richtig. Okay, mein Stürmer ist auch eine SBC-Karte gewesen. Für die Bundesliga oder Serie A konnte man auswählen. Ist Mario Gomez. Mario Gomez. Und passend zu Mario Gomez habe ich dann einen Spieler von Bayern Munich. 92 Tempo. Leroy Sané. Leroy Sané. Ich habe Kingsley Coman und Timo Werner. Darfst du auch bauen. Boah, aber mit Coman war es schon beim richtigen Verein. Ah, ich muss sagen, Gomez ist cool auf links Mittelfeld, oder wie? Ah, nee, im Sturm. Sturm und Sané links Mittelfeld. Ja, genau so rum. Ja, perfekt. Gut, dann machen wir bei mir, Leute, jetzt die zwei ZMs, oder? Ja. Okay, komm, ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann halte ich für dich zuerst die Tafel rein. Wakes Flakes. Ragazzi, zeig mal, was du hast. Ja. Ich habe dir schon im Vorhinein gesagt, oh nein, ich muss nochmal umbauen, weil diese eine Karte eine SBC-Karte war, die ich eigentlich eingebaut habe. Mhm. Und ich hatte diese SBC-Karte nicht mehr. Ich glaube, ich musste sie mal discarden. Und jetzt sage ich dir, was ich dafür dann gemacht habe. Ich musste jetzt anstatt den Bruder, den ich eben angesprochen habe, Laborde auf der rechten Seite spielen. Laborde, okay. Dann habe ich im ZM nämlich Tolisso OTW. Und passend zu Tolisso OTW kommt dann eine Icon rein. Wen nehme ich? Soll ich ihn nehmen? Nee. Patrick Longdong Vieira. Die andere Icon. Ich nehme Patrick Longdong Vieira. Echt? Hast du? Ja. Scheiße, ja. Gegen den will ich nicht spielen. Ich hätte auch noch Zidane nehmen können. Nein, ich habe Toni Kroos, Dani Ulmer auf rechts, hat neuen Inform und Casemiro. Okay. Das heißt, ich darf dich schon mal behalten. Das ist super. Belastender Content für mich. Na gut. Dann Wakes. Zwei ZMs, gell? Ja. Also, ich habe keine Icon. Die heben wir uns für links Mittelfeld auf. Ups, habe ich mich geleakt auszusehen. Bro, ich habe Casemiro und ich habe Fred. Einfach ein Perfect Link. Auf Knacksch. Oh, diese Perfect Links, die sind es einfach immer, ne? Mhm. Casemiro, Fred aus Super Link. Hast du da diesen Team of the Tournament Casemiro? Ja, genau. Der kann, glaube ich, ZM nur. Der ist echt geil. Sehr ja, okay. Da hast du natürlich bald einen Emre Can Zidane aufgeschrieben. Sehr gut. Dann machen wir bei mir Außenspieler und bei Wakes Außenverteidiger. Wir sehen uns. Und die kann ich, Wakes. Kuku braucht aber noch ein bisschen Chemie bei dir, ne? Freunde, vorletzte Runde schon. Wir machen hier schnell. Ja, ich bin gespannt. Was hast du? Erzähl. Also, links Mittelfeld. Du siehst ja mal Icon, Pires und rechts Mittelfeld. Aber ich. Sag du Pires. Nein, hab ich nicht. Ich hab Kingsley Coman und Diaby von Bayer Leverkusen. Kingsley Coman und Diaby? Ach, sag nicht, dass du beide hast. Ich hab nicht beide. Ich hab Olmo und Szoboszlai aufgeschrieben. Ich hab sogar einen Diaby.
Okay, ich dachte, nee, komm, ich gehe mit Leipzig. Geil. Ey, no joke, Leute, das wird eines der coolsten Teams, die ich bis jetzt gebaut habe bei SBB. Ich finde, weil es so... Junge, wie krank. Man kann ja mittlerweile auch so Dreierketten und so bauen, genau. Ne, weil man ja diese direkten Links braucht. Das ist geil. Und eigentlich. Wakes und ich haben uns abgesprochen, wir machen 30 Chemie heute, okay? Heute ist Folge mit 30 Minuten, dass ihr Bescheid wisst. Jetzt bist du dran. Ich habe keinen Perfect Link mitgenommen. Ich habe aber einen Strong Link. Mhm. Das ist auf der rechten Seite diese WM-Karte von Carvajal. Ich gehe nach Real einmal und einmal nach, wo ist der gute alte Alex Moreno? Ah, Mann, ich habe Theo. Real Betis. Das ist so ein Wakes-Move, weißt du, so Theo und Kalulu, dachte ich so mäßig. Ja, ich habe sogar Theo Hernandez Totti im Verein, also hätte ich sogar nehmen können. Ich habe die einmal abgestoßen. Ne? Ich habe die, glaube ich, einmal Theo Hernandez abgestoßen. Theo Hernandez Totti abgestoßen. Aber ja. Wir riskieren nicht das zweite Mal. Ja. Ey, übrigens, mach mal ein bisschen halblang. Ich habe letzte 6 Millionen Coins gegen Broski abgestoßen. Auf korrekt, machst du heute ein bisschen Bremse ziehen. Grande Finale. Jetzt geht's ums Eingemachte. Senior Wax, hast du Bock, deine Spiele zu verlieren? Wenn ja, dann tu mal deinen Bronze-Spieler gleich rein. Bis jetzt habe ich ja noch keinen verloren. Bist du dir jetzt sicher, oder was? Nein, ich habe voll gefreestylt in der Verteidigung. Ich muss sagen, du wirst jetzt eh einloggen gleich. Ich bin mit Spanier gegangen komplett. Oh mein Gott, ich habe 3 Spanier mitgenommen. Aber es heißt noch nichts, weil ich habe so Undercover-Spanier irgendwie. Du hast Undercover-Spanier aufgeschrieben? Ich weiß es nicht. Also ich weiß. Ich habe Undercover Spanier auch mitgenommen. Sie sind alle 3 drin. Soll ich dir sagen, wen ich habe, oder willst du mir sagen, wen du hast? Sag du! Okay. Sergio Ramos. Hab ich nicht. Pau Torres. Hab ich! Pepe Reina. Hab ich auch! Geil! Hast du wirklich? Ich bin so ein Brain, Jungs. Unterschätzt mich nicht mehr. Was? Alter, das war der Big Baba Jackson. Mein Nkunku, mein Vieira, mein Gomez und Co. sind in Gefahr. Oh mein Bro, Gott. Warte mal, du hattest einen ersten Bronzespieler. Ich kann Bronze-Stürmer ins Tor stellen, ne? Du hast einen Stürmer im Tor, Bro. Aber ich darf mich nicht zu früh freuen, weil meine Verteidigung ist auch gefährlich jetzt. Digga, ey Jungs, das war's komplett. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr antreten jetzt. Wer war denn dein zweiter Innenverteidiger? Ja, wer war der andere? Dieser Jirai oder wie auch immer man den ausspricht, dieser Full Birthday-Karte. Ja, okay. Boah, krass. Wen hast du? Ich muss jetzt auch mindestens einen treffen, sonst bin ich komplett im Bruch, im Fullbruch. Also, Innenverteidigung wird gebildet durch Ruben Dias. Nein. Das ist der eine. Ich muss ehrlich sagen, ich muss kurz auf mein Handy gucken, weil nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch mache und das zweite Team liege. Warte. Ah ja. Oh, ich habe gedribbelt, Jungs, wie Weltmeister. Zweiter Innenverteidiger ist Prime Icon Carlos Alberto. Dritter Innenverteidiger, mein Freund, ist eine Goldkarte. Da habe ich komplett gedribbelt. Aber man muss manchmal dribbeln, Leute. Simacon. Ich hoffe, auf den bist du nicht gekommen, weil er halt einfach was eigentlich asozial ist. Und im Tor gehe ich mit Ederson. Oh! Ich hab dein Tor, Mann! Ich hab Ederson aufgeschrieben. Krankes Video, Mann. Beide Bronzestürme im Tor. Was? Jungs. Ederson, Pavard, Upamecano, Saliba. Sowas gab's noch nie im SBB, dass am Ende die Spieler erst erraten wurden und beide ein Bronzestürme. Ja, alles gut, erzähl weiter. Ja, nichts passiert. Jungs, lasst für diese Folge jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Jeder von euch da draußen, okay? Pusht euch ein bisschen in die Tasten. Oh mein Gott, das gab's echt noch nie. Das wird so witzig jetzt, glaube ich. Verrückt. Bro, das wird geisteskrank. Okay, pass auf. Du hast mich hops genommen am Ende. Aber ich suche mir kurz so eine Stimme raus. Warte mal kurz. Ich suche mir auch noch was raus gerade. Brand Stanley. Ich habe einen Torwart mit 30 Zentimeter. Und du hast einen Tabakovic. Was ist immer dich? Wie er hat krank. Einfach einen 30 Zentimeter. Okay. Bin gespannt, Leute. Hallo, Baran. Wer hat Anstoß von uns beiden? Ihr A-Server wieder on point heute. Okay. Nö, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie alle das machen. Ich kann das auf jeden Fall nicht. Ich soll es lassen. Ich auch nicht. Diese scheiß Anstoß-Glitch. Hey! Wieso ist der so schnell? Was? Oh, wieso mache ich die Bälle nicht rein? Okay, Alvaran ist gut. Bro, der ist ja... Ich habe vergessen, dass der so schnell ist. Dass das 99 Pace. Tabak lass es. Ja! Tabak lass es. Ohne Time Finishing. 3 Minuten. 3 Minuten und das war's hier schon komplett wieder. Baby. Ich habe die letzten paar Wochen 6 Millionen Coins oder so discarded, noch mehr. Weil ich immer verloren habe. Oh. Und jetzt wette ich den einfach mal rüber dann. Deswegen. Digga, wir dürfen heute nicht verlieren. Okay? Mario Gomez. Unser Wort halt. Mario Gomez. Bro, ich verteidige so bodenlos, Mann. Ich steh doch schon in der Ecke. Ich wollte entspannt sagen, da steht er doch schon. Bro, wir haben ja kein Torwart, das hab ich echt vergessen. Man kann einfach so drauf. Wir haben kein Torwart, deswegen weißt du? Hält er den nicht.
Und ich denke mir so, oh gerade, mein Gott. So, man muss gar nicht time finishen und so. Und ich bin so von am Ja, Schützen. Voll vergessen. Scheiße. Oh ja, jetzt schießen. Einfach schießen. Nicht so. Bevor ich dich straffen muss. Baby 3-1 Lightweight. So voll playmäßig, ne? Oha. Zieh mal ja. Call, laufender Leben. Laufender ja. Goldenes Leben. Mach ich Gold, Bro. Ja. Ach, Digga, das ist so krank. Wir werden hier heute, glaube ich, 10 Tore zusammenschießen, Bro. Ich sag's dir, wie es ist. Okay, ich bekomme noch einen zweiten Versuch. Das ist so krass gemein. In den Stimmen von den Gigantes rein. Auf korrekt. Gewesen. Ah. Nach vorne. Ja. Ich hab grad mitgegrätscht. Kennst du das, wenn du im Spiel drin bist und einfach mitgrätscht? Ja. Ich hab grad den Fuß lang gemacht und so. Oh. Mann, Digga! Meine Gurke dann so, der ist 1,94. Herr Nkunku, das war schon mal kein schlechter Abschluss. Blas ruf weiter der Luftballons auf. Party steigt gleich, wenn wir seinen Jeder und seinen Nkunku abschließen. Es ist jeder Schuss ein Treffer. Und grün ist alles, was ich habe. Ziehen. Er kann nichts. Oh mein Gott. Digga, wie ist das? Ja. Nein. Vamos, Krisch. Oh mein Gott, wie schnell war der aber? Oh, Wakes. Jetzt wird's rüber gesweatet. Das ist echt die heftigste Funktion, mit der ich je gespielt habe. Was war? Wieso ist nur ein Spieler? Wieso ist mir überall, wo ich hingucken, spielen Gegenspieler, ob ich jetzt vorne, ich kann das nicht, was ist das für eine Formation, gib mir die Taktik, alles, Anweisung, ich will alles haben, ich spiele Wiki Nicole 20-0 damit, glaube ich. Ach, Bro, 6 Discards? Ja, noch nie erlebt sowas, ich habe noch nie 6 Discards in meinem Leben noch nicht. Echt jetzt? Nee, hatte ich noch nicht. Ernst? Nicht einmal in meinem Leben. Ach du Scheiße, okay, Weltrekord. Krass. Hat der gerade ernsthaft das Spiel abgepfiffen, wenn ich in deinem Strafraum bin? Stopp, ja. Leute, wir gehen rüber zum Discarden. Holy moly, Mann. So, Tabak. 6 Discards. Wenn du hier nicht einen Kunku oder Vieira triffst, bist du ein absoluter Loser. Digga, bei meinem Glück zur Zeit, pass auf. Ich muss zur Zeit sehr viel Abstoß noch gehen. Dann sind die Bamios über den Tisch gegangen. Ah, aber darüber will ich nicht reden. Ich muss jetzt eigentlich einen von beiden mindestens treffen. Theoretisch können wir beide treffen. Du hast 6 Picks, Bro. Du kannst theoretisch echt beide treffen, wenn du jetzt Gas gibst. Und Digga, ein Kunku kostet 3 Millionen, das weißt du, ne? Ich würde gerne in deinen Kopf gelangen, was du halt denkst. Ich hab die 4-4-2. Ding ist, ich frag mich gerade, soll ich auf Nummer sicher den Torwart mitnehmen schon mal? Oder soll ich den da lassen, weil, weißt du, so bei 6 Discards denkt man sich, ja, den Torwart nimmt man eigentlich schon. Ich lass auf jeden Fall kurz den Torwart erstmal drin. Ich nimm, Bro. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Mein Herz, du hast dich mal einen Blick bis jetzt gemacht, das sind 6 noch. Ich nehme die ganze Verteidigung um beide ZMs. Was? Ganze Verteidigung, beide ZMs. Der erste Linksverteidiger ist Jirai. Der linke Innenverteidiger ist Vieira. Der rechte Innenverteidiger ist Carvajal. Der vierte Verteidiger ist der Bronze. Dann hast du noch Tolisso getroffen und Moreno. Du hast Vieira, Carvajal, aber sonst eigentlich nichts Gutes. Gomez, Sané, Nkunku sind stehen geblieben, aber Vieira ist weg. Vieira geht rutschen. Ach du Scheiße, was ist das für ein Video, Jungs? Das ist vom Teambuilding mit eines der coolsten Videos gewesen, weil wir beide am Ende so Stürmer gehabt haben im Tor. Und dann auch noch... Ja, Bro, bei 6 Picks musste aber auch einer von den beiden gehen. Ich kann vom Glück sprechen, dass es Vieira geworden ist und nicht Nkunku, ich bin nicht ehrlich. Nkunku. Deswegen rege ich mich gerade nicht so krass auf. Hätte ich meinen Nkunku heute verloren, Leute. Ich bin einer, ich mache SBC, ich discard ihn immer. Deswegen, ich kann einfach nur froh sein, dass ich gewonnen habe. Und jetzt haben wir noch einen Vieira mitgenommen. Es tut mir leid, wo ich mache eine SBC fertig, mein... Ach komm, scheiß drauf. Ich möchte darüber nicht reden. So, Freunde, die Jungs chillen hier in der SBC. 83er-Team muss ich abgeben. Mache ich hier auf locker weg. Junge. Geht wieder rutschen. Bro, hat Spaß gemacht. Ich sag's so, wie es ist. Freunde, lasst alle Supporter. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt einen Kommentar.
Und ansonsten viel Spaß. Heute ist ein geiler Tag, Leute. Heute ist City gegen Liverpool, Dortmund gegen Bayern, Konferenz Bundesliga. Viel Spaß und checkt das Video von Wexhaber, haut rein und ciao, ciao. Ciao.